Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in diesem fantastischen, grandiosen und famosen Let's Play. Und mein Raum wird geflutet von dem einzig wahren, echten Potato Man. Da oben ist er. Da ist er ja. Die Fackel alle weg. Nee, schade. Nee. Ich dachte, ich krieg die Kühe. Da ist er ja. Da flutet er mir hier den Raum. Also sowas Freches, so. Ja, ne? Das gibt's ja gar nicht. Also Frechheit ist das, Digga. Eine Frechheit, ja. Ich muss erstmal Beschwerde einlegen, ne? Beim Bauamt oder so. Das war ja ein Bauvorgang, der nicht genehmigt war. Da lege ich jetzt erstmal richtig Beschwerde ein, ja. Na. Muss ja hier den deutschen bürokratischen Weg jetzt gehen. Muss ja alles seine Richtigkeit haben. So, das Problem ist mit der Leiter und Blöcke zählen. Das wird ein Spaß. Ich nehme mal an, die Monster, also bis Level 0 kann ich runtergehen auf jeden Fall, weil oben war, glaube ich, was waren wir oben? Auf 70, ne? Das heißt, Level 0 können wir runter bis, wir können, glaube ich, bis 128, hatte ich gesagt. Also mache ich die ach, Monster. Mann! Was mach Monster ich denn hier? Sterben auf Ebene minus 10, würde ich sagen. Vielleicht auch minus 20. Vielleicht auch minus 30. Aber minus 30 war schon das tiefste, oder? Dann passt das ja doch von der Höhe. Bei 128 Blöcke. Ja, das Problem ist natürlich, die gilt auch horizontale 128 Blöcke, ne? Das heißt, wenn wir zu weit weg vom Haus gehen, spawnt nichts mehr. Ah, ne. Es geht auch noch tiefer als minus 30. Minus 60 war das, glaube ich, gerade eben unten. Ja, machen wir minus 30. Als minus 30. Ja. Da setze ich dann einen Block hin und mal gucken, ob das hier. Das ist minus 31, dann gehen wir noch eins hoch. Und ab hier ist dann, keine Ahnung, was ich hier mache. Wenn man hier jetzt Wasser hinplatziert, genau, das geht nicht zur Leiter, wunderbar. Das heißt, man kann jetzt hier runter jumpen. Auf die richtige Ebene. Hier geht es halt noch tiefer runter, keine Ahnung warum, weil. Loch. Weil Loch. Loch super. Einfach weil Loch. Ja, Loch super. Loch geil. Jeder will ein Loch. Das ist einfach. Du machst mich fertig. Warum? Wenn du da jetzt wieder was Falsches draus verstehst, da kann ich nichts für, ne? Das ist nicht wieder mein Problem. Das ist wieder ein Problem. Also das. Ich glaube, ich meine neue Standardargumentation für absolut alles. Ja, das ist mein Problem. Das ist ein Problem. Das ist dein Problem. Das funktioniert immer bei allem. Ich finde das eine richtig gute Sache. Ja, ich auch. Deswegen sage ich es ja auch. Ja, der Weg dauert ein bisschen, bis wir wieder oben sind. Eieiei. Ich müsste auch noch ein paar Redstone-Techniken erforschen. Redstone-Techniken will er erforschen, sagt er. Oha. Ja. Jetzt wird er aber damn serious. Ah, ja, das werde ich. Ziemlich so, ja, tatsächlich. Also das, was ich brauche, wird schon ganz cool. Wenn es denn funktioniert. Und auch relativ kompakt, tatsächlich. Aber wir müssen dann tatsächlich demnächst hier Strip-Mining betreiben und alle Höhlen, die hier in der Umgebung sind, ausleuchten oder zumachen. Alle. Damit keine Gegner mehr das spawnen können. Und die alle in unserer Monsterfarm spawnen. Das wird ein richtig großer Spaß. Ja, vor allem die auszuleuchten. Weißt du noch, dieses riesen Höhlenareal hinter der Brücke? Ja. Auf der anderen Seite der Brücke? Ja. Ja, aber das ist so weit weg, das wird nicht simuliert, wenn man im Haus steht. Also von daher, das muss nicht. Aber alles unter unserem Haus, so 30 Blöcke in jeder horizontale Richtung, soll schon ausgeleuchtet sein. Das wird ein Spaß. Das wird schon ein richtiger Spaß. Wie konnte man nochmal so einen Zaunpfosten bauen? Zwei Holzblöcke links, zwei Holzblöcke rechts und zwei Stöcke in der Mitte. Ah ja, danke, ich hab's. Was wollte ich jetzt bauen? Ich wollte eine neue Spitzhacke bauen, weil wir jetzt mit richtig viel buddeln müssen. Zack. Zack. Das sieht richtig gut aus. Und wir werden auch noch jede Menge Glas bauen. Das Problem ist, die Monsterfarm, die ich baue, die ist normalerweise besser, wenn man sie oberirdisch baut, in den Himmel hin. Aber bei ihnen gehen Spinnen. Weil die Spinnen klettern ja mal an jeder scheiß Oberfläche hoch. Boah, ich hab's überlebt. Also hier runterspringen ist schon ganz schön. Da hat man schon ein bisschen Schiss, wenn man hier runterspringt. Das kann ich sagen. Es fühlt sich schon ein bisschen. Ob das gut geht, so fühlt sich das an.
So, warte mal, da brauche ich denn noch ein Zaunstück. Da so. Muss noch ein Zaunstück ran. So. Fackel. Oder auch nicht, weil das sieht sonst dumm aus. Dann brauche ich nur noch eine Lampe. Es ist übrigens Nacht. Ja, das ist mir ziemlich egal. Ich bin nur unterirdisch. Ja, ich merke davon auch nicht viel. Ja. Da sind wir uns ja einig in der Hinsicht. So, hier unten sterben die Monster. Das heißt, das muss... Wasser geht 7 Blöcke von der Quelle aus weiter, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich gucke gerade mal ganz kurz. Ja, das ist... Schauen wir mal. Updidu. Updidu. Schubdidubdidubdida. Schwabdidabdidu. Warte, Fackel. Da. Ja, das ist perfekt. Ach, die sind jetzt alle hier in der Nebenhand, die Scheißdinger. Okay, ich hatte gerade, was ist das denn für ein Wasser jetzt gerade? Wie viele Blöcke sind denn das jetzt nochmal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 von der Quelle aus. Wunderbar. Genauso wie ich es gesagt habe. Dass ich sowas noch weiß. So, ich muss überlegen. So. Gucken, wie hell das jetzt hier nur mit diesen schönen Laternen ist. Die haben eigentlich schon eine ganz gute Helligkeit. Da siehst du, dann brauchst du gar keinen Glowstone. Ich glaube, ich hänge da echt doch noch eine weitere ran, sonst... Nee, das stört sonst meine Symmetrie. Also wir müssen sowieso einfach in den Nether, weil ich glaube, Spinnen können nicht an Soul Sand hochklettern. Und wir werden dann Soul Sand brauchen. Für die Monsterfarm. Aber erstmal machen wir es ohne Soul Sand. Was ein Problem ist, weil wenn die Monsterfarm erstmal im Betrieb ist, dann ist das Ding voller Monster. Das wird nicht ganz einfach, das dann umzubauen. Ach, warte, da kloppen wir uns einfach durch. Mhm. Da wird sich durchgeprügelt. Dann geht das. Ja, ich merke das schon. Prügeln ist sein Ding, ich merke das. Es liegt nicht an mir, es liegt an dir. Ja, das ist auf jeden Fall nicht Problem, dass du mich die ganze Zeit prügelst, das stimmt. Ja, du bringst mich dazu. Na, so ist das leider. Potato Pet wird immer von Home Tanks verprügelt nach dem Parts. Das, jetzt wisst ihr das auch. Ja. Wenn ihr euch schon mal gefragt habt, warum ist da Home Tanks eigentlich immer jetzt in Potato Pets Videos und sowas, das liegt daran, dass er mich immer verprügelt und mich dazu zwingt. Ich mach das hier nicht freiwillig, bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr, bitte helfen Sie mir. Warte mal ab, die Leute glauben das nachher noch wirklich. Oh nee. Ist das noch Swatting bei dir jetzt da aus? Ja. Wo ist Potato Pet? Geh sie ihn frei. Ich bau doch nur im Keller rum. Ja. Er ist im Keller, er schießt ihn. Ja, ganz crazy. So, und da ich eigentlich ein Freund davon bin, Sachen schön zu bauen, würde ich gleich auch nochmal die Wände hier abreißen und da noch Stein oder sowas reinsetzen. Das wird lustig. Lustig, Sachen lustig, schön bauen, ist immer gut. Ja, naja. Ist auch viel Arbeit, weil man immer eine Sache mehr abbauen muss. Wenn ich die Wände austausche halt. Ja, man kann nicht alles haben. Ja doch, ich brauche das jetzt, mach das jetzt. Die Eisenspitzhacke ist halt, die schmilzt weg wie Butter, ne? Hier unten. Das ist echt schrecklich. Ja, wir haben ja zum Glück relativ viel Eisen noch vorhanden. Noch, das ist das Sauerwort ist noch, ja. So. So. Ich bin auch gerade am hübsch machen. Am hübsch machen? Dich selbst oder? Also ich bin sowieso immer hübsch. Ich dachte, du wärst ein hoffnungsloser Fall. Nee, wenn ich weiß, dass ich mit dir spreche, dann mache ich mich voll hübsch.
Aha, ja, das ist, so soll es auch sein. Weil sonst fühle ich mich ganz schlecht neben dir. Ach so, ja, 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 das ist, das sieht so aus. Ah. Diese Blöcke sind echt hübsch, die sollten wir auch für unseren Boden nutzen, wenn ich ehrlich bin. Das sind echt hübsche Blöcke. Was hast du denn da? Bruchtiefenschiefer. Ich finde die eigentlich ganz hübsch, das ist wie so ein dunkleres Cobblestone, nur auch geordneter. Habt ihr das gehört? Geordnet? Was zur Hölle war das? Alter Schwede, ich habe hier unten ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen. Echt jetzt? Ja, das war gerade echt ein komisches Geräusch, das hat sich echt ganz weird angehört. Mensch, das sieht schon richtig hübsch hier unten aus. Wie er will, dass ich vorbeikomme, merkt ihr das? Nee, nee, erst gucken wir fertig. Erst gucken wir fertig, okay. So. Bei mir wird das mit Fertigen noch ein bisschen dauern. Bei mir vermutlich auch. Ja. Aber er nimmt langsam Form an, der Raum. Ich bin da gerade mal bei gefühlt so 1% dessen, was ich bauen will. Also ich glaube, das wird sich nicht was heute noch fertig. Also in der Aufnahme. Meine Eisenspitzhacke ist gleich wieder hin. Ich glaube, ich wechsle gleich zu Steinspitzhacken wieder. Ja, die gehen echt schnell weg, ne? Ja, die Steinspitzhacken auch, aber die sind viel billiger. Ist das hier eigentlich Eisen? Ne, das ist Kupfer, ne? Oder? Ne, es ist Eisen, glaube ich, weil ich habe auch Eisen im Inventar. Wenn es kein Eisen ist, dann habe ich halt jetzt Pech gehabt. Trotzdem abgebaut. So. Das Problem ist auch, ich darf jetzt keine Fackeln da platzieren, wo ich nachher nicht mehr hinkomme, um die wieder abzureißen. So. Wir sind jetzt auf Ebene. Minus 30. Genau perfekt. Genauso wie ich es wollte. Jetzt müssen wir 22 nach oben. Theoretisch, praktisch. Eigentlich. Schon. Irgendwie. Schon? Irgendwie? Ja. Wäre nicht schlecht, aber ich glaube, ich muss noch Slabs hinmachen. Und dann sind wir halt auf Ebene 31 vom Schaden. Weil wir stehen dann nachher hier. Moment. Wir stehen dann nachher hier, noch ein bisschen nach unten gestellt. Und dann stehen wir hier und schlagen die auf die Füße der Monster ein. So. Wir müssen dann, glaube ich, auch einen Weg drumherum machen komplett, aber das ist nicht so schlimm. Kriegen wir hin. Na. Na, macht mal hier. Was echt. Na, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ah, Gold. Ich habe Gold gefunden. Ich bin gespannt, ob da überhaupt irgendein Monster spawnen wird. Also es ist nicht mal ganz so einfach wie früher in Minecraft mit Monsterfarmen. Das war alles schon mal deutlich einfacher. Ne, da kann ich die gar nicht ransetzen. Da kommen ja noch die Stufen hin, zur Deko. Noch eine Spitzhacke. Kommen die auf kaputt. Halbe Höhe? Kommen die hier auf halbe Höhe? Das Schlimme an den Steinspitzhacken ist aber, dass es so lahm ist. Wie man es macht, man macht es falsch. So ist hübsch. Das ist hübsch. Mhm. Eieieiei, voll konzentriert hier am Werk. Ja, wir beide irgendwie, ne? Ja. Da gibt es auch viele Dinge zu tun gerade. Ja, Präzisionsarbeit ist das hier. Ja. Schweizer Taschenuhr hier. Was wir hier machen. Eine Rolex bauen kann jeder. Ein Lager? Nee, das kann nicht jeder bauen. Nee. Nee. Das Lager, das ist wesentlich heftiger.
Ich überlege gerade, ob ich die komplett automatisiere, die Farm, und wir auf XP ein bisschen scheißen. Das ist halt so die Frage, die ich mir stellen muss. Weil es halt schon eine Frage, die ich mir jetzt stellen muss, eigentlich. Weil das Umbauen, also man kann schon umbauen später, wenn man sagt, wir haben genug XP gefarmt. Wir wollen, dass die Gegner runterfallen und direkt sterben und wir nur den Loot bekommen. Weil das Ding ist, sobald ein Gegner vom Fallschaden stirbt, droppt der keine Erfahrungspunkte. Ne? Also, Erfahrungspunkte gibt es nur für jene Menschen, die ihren Gegner mit einem Schwert oder mit ihrer Hand töten. Ja. Hm, das klingt. Ja. Ich hätte mal ein bisschen Holz mitnehmen sollen. Ja, ich suche auch gerade noch Holz. Haben wir hier noch irgendwo Holz? Du hast jetzt nicht all unser Holz verbraucht. Ich habe so viele Bäume gefällt. Nein, ich habe nicht alles verbraucht, aber fast alles. Ja, dann darfst du jetzt aber schön Holzfarm gehen. Da wünsche ich dir aber viel Spaß bei, du. Ach, ich bin gerade so, ich bin so hier mit Keller. Ja. Ja, oder Keller, das ganze so. Keller nicht mehr verkleiden. Das hast du alles für deine Leitern gebraucht. Stimmt gar nicht. Das ist eine Lüge. Tja, guck mal, so kommt die. Nicht viel Holz. Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Die Wahrheit, ja, ja. Deine Wahrheit wohl eher. Du hast doch hier den Leuten irgendwelche Sachen in den Mund gelegt. Wieder ich? Perverse Dinge gemacht mit den Leuten hier. Sachen in ihren Mund gelegt, ja, ja. Gib's doch zu. Du ich schuft. Hab gar nichts gemacht. Nein, ich hab gar nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Gar nichts. Gar nichts. Okay. Ja, gut, dann glaube ich dir. Wenn du gar nichts gemacht hast, dann glaube ich dir. Gar nichts. Dann glaube ich dir. Gemacht. Dann ist das wohl so. Dann bin ich wohl einfach nur dumm. Also, das bin ich auch, ja. Aber. Also. Manchmal. Schon ein wenig. So ein bisschen. Jetzt habe ich keinen Cobblestone. Ich kann aus. Oh, wunderbar. Man kann auch aus dem bruchtiefen Schiefer kann man auch Spitzhacken herstellen. Schön. Mein Leben ist gerettet. Ah. Dein Leben ist gerettet? Ja. Ich könnte auch gleich nochmal Gold einschmelzen und dann könnte ich mir eine Goldspitzhacke machen. Die ist zwar sehr schnell kaputt, aber auch sehr schnell ist die. Dann kann man sehr schnell abbauen. Und da ich hier gerade irgendein Gold gefunden habe, ist das ja quasi meins, ne, das Gold. Das ist ja nicht deins, das ist ja meins. Ach stimmt, da brauchen wir eine Eisenspitzhacke für Gold. Ich bin gerade so doof, ich habe die gerade zerstört. Naja, dann kann ich wohl keine Goldspitzhacke machen. Also das ist dann halt so. Das liegt wohl an meiner Dummheit. Das ist halt leider so. Was soll ich machen? Ja, da kann man halt nichts machen. Kann man nichts machen. Das ist halt jetzt so. Das kann man jetzt nicht ändern. Ne? Also, da ist noch ein bisschen Gold, aber ich habe keine Eisenspitzhacke. Das sind diese Einzelschicksale, auf die wir einfach keine Rücksicht nehmen können. Nee. Mann, das ist halt einfach so, nee. Diese Geräusche. Alter Schwede. Ja, ich hab hier auch die ganze Was Zeit so richtig. Was ist das für Geräusche? Naja, ich höre hier schrecklich. Ich höre wie ein Glockenturm und wie Monster, die in irgendwelchen Minenfahrzeugen rumfahren und ganz schreckliche Geräusche habe ich hier. Die Tiefen hier sind echt grauenvoll. Eieieiei. Ich hab richtig Angst. Ich scheiße mir gerade schon ein bisschen in die Hose. Muss ich ehrlich sagen. Das ist aber nicht gut. Da ist ja schon ein brauner Streifen, das kann ich sagen. Also. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, nee. Also ich weiß nicht, was die hier unten planen. Ich habe auch keine Lust, die 1.19 jetzt zu installieren, wenn ich ehrlich bin. Wir skippen die 1.19 bitte, weil ich glaube, die 1.19 macht dort diese. Die fügt dort jetzt bestimmt die Tiefe hinzu, oder? Oh nee. Nicht, dass unsere Monsterfahne komplett kaputt ist, weil hier unten auf einmal ein riesen Boss rumläuft und alles zerstört. Also, das wäre sehr finster. Eieieiei. Das wäre sehr, sehr finster. Tja. Na ja, gut, er ist dann der Befreier der Monster, ne? Weil er die Monsterfahne zerstört, also. Für ihn ist das eine Heldengeschichte. Ah. So, jetzt muss ich mal gucken. So, dann machen wir das mal so.
Und jetzt von 29 müssen wir 22 nach oben. Das heißt, wir sind dann bei, keine Ahnung. Ich zähle einfach. Ah ne, ich kann ja gar nicht zählen, weil ich muss ja über mir wegbuddeln. Ah, gut, dann weiß ich nicht. Dann muss ich rechnen. Also so schwer ist es nicht. Ich muss auf minus 7. Easy. Und ich bin so, heute, jetzt ich bin heute drauf wie immer. Ja, dann darfst du jetzt mal unterwegs sein und Holz hacken, ne? Aber wir haben jetzt 3, 6, 12, 14, wir haben ein paar Truhen am Start. Doppeltruhen wohlgemerkt. Ja. Ja, viel Spaß beim Sortieren. Das ist ja dein Lager. Du bist jetzt der Lagerist. Ich bin Lagerleiter, ja. Ich bin Redstone-Forscher und mache hier eine Monsterfarm. Also wenn das Redstone hier unten kaputt ist, dann ist das meine Aufgabe, erst zu reparieren. Und all den Scheiß, den ich hier unten abbaue, den darfst du in dein Lager einbauen. Oh Gott, das wird furchtbar. Ja, das wird es. Oh Gott, ja. Ja. Ich brauche eine Axt. Dann mach dir doch eine. Ohne Holz wird natürlich schwierig. Ja, ich glaube, so ein paar Stöckchen habe ich noch. Ja. Ich habe noch Stöckchen. Ja, dann wirf mal das Stöckchen. So, was machst du da unten? Läuft da alles? Oder? Ich bin tot. Ich bin eigentlich schon ein Zombie. Wenn du hier nach unten kommst, esse ich dein Gehirn. Da ist zwar nicht viel übrig, aber wird schon reichen. Besser als gar nichts. Das klingt jetzt aber nicht so. Aha. Gut. Nee. Ich langweile mich einfach zu Tode, das ist der Punkt. Es ist schon echt sehr monoton, was ich hier gerade mache. Und es sieht nicht mal toll aus, was ich hier mache. Ich sitze hier und baue Steine ab die ganze Zeit. Ich mache nichts anderes. Aber es ist funktional. Es wird uns weiterbringen. Ein bisschen. Guck mal, ich baue jetzt nur Holz ab. Ja, das ist auch super. Ja, aber das ist auch nicht viel spannender. Ah, wenigstens siehst du da die Landschaft und die Natur. Ich sehe hier gerade nur grau-braun. Ich sehe sonst halt wirklich nichts anderes. Oh. Ich weiß schon, warum ich so ungern eine Monsterfarm baue. La la. La la. Aber irgendwer muss es ja machen. Irgendwer muss sich ja opfern für die Gruppe. Ja. Ah. Wir brauchen Monsterressourcen. Vor allem brauchen wir sowas wie Knochen. Jede Menge, tausende Knochen, um Knochenmehl zu machen. Und dann können wir eine automatisierte Farm herstellen, die automatisiert uns Weizen anbaut. Und also schöne Dinge. Oder Zuckerrohr und so Dinge, ne? Auch sehr praktisch, das alles zu automatisieren. Zuckerrohr kannst du übrigens komplett automatisieren. Der baut das dann ab, sobald es gewachsen ist. Mit Observern geht das. Voll cool. Was so alles mit Observern geht. Tja. Da geht so einiges. Bis wir das haben, das wird noch dauern. So, dann schauen wir mal. Wo war die Werkbank hier vorne? Dann stellen wir uns mal eben schnell eine schöne Spitzhacke her. Und dann geht es weiter mit dem Buddeln. Die Buddel voll. Ah, es ist ja jetzt hier leider. Buddel. Was leider. Was ist leider? Ha? 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 Was? Was? Ha? Was? 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 Was du wollen, was Nacht. Willst? Ha? Sag. Sag dabei, los. Sag. Nee. Da habe ich jetzt Angst vor. Da hast du jetzt Angst vor? Ja, zu Recht. Zu Recht möchte ich sagen. So.
Wir müssen noch verdammt weit nach oben buddeln übrigens. Falls ihr euch jetzt denkt, oh, das ist schon ganz schön beachtliches Loch, was der Herr Potato Pet da gebuddelt hat. Naja, ist noch gar nichts. Wir müssen ja insgesamt 22 Blöcke nach oben. Wir sind jetzt gerade mal 7 oder so oben. Oder 8. Sag mal, gibt das in Minecraft nicht auch so eine Art Säge, so Holzschneider oder so? Was? Ja, ein Mods, ja. Also es ist ein Mod, okay, ja. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher, ob das ein Mod war oder nicht. Es gibt so, in den Dörfern gibt es, glaube ich, so ein, oder? Gibt's das? Ah, ich glaube, damit machst du nur aus Slabs quasi, aus Holz. Das kannst du aber auch mit Rezept machen. Es gibt keine Halblöcke, die anders sind als vertikal halb. Quasi, Slab halt. Falls das die Frage war. Das gibt es nur im Mods. Das war die Frage. Ja. Mods sehr cool. Also Mods sehr, sehr geil. Kann man geile Sachen bauen dann. Minecraft eher so, nee, was bauen angeht. Mods? Ja. Mods sehr geil, was bauen angeht. Ja, das muss Minecraft noch ein bisschen üben, ne? Na gut, die haben jetzt in ihrer Bedrock Edition, haben sie ja die Möglichkeit mit Data Packs und allem zu arbeiten. Und da neue Blöcke und so einzufügen, auch mit neuen Formen und sowas. Das ist beim Modding in Java ein bisschen schwieriger. Und es machen halt nicht so viele Leute dabei. Ja, vielleicht mache ich ja auch mal Minecraft-Mod mit tausenden von verschiedenen Blockformen und keine was. Ja, bitte. Ja. Wenn ich die Zeit dafür hätte, dann das ist das Problem. Ich habe jetzt schon kaum die Zeit für all meine Projekte. Das wird ja nicht besser in der Zukunft, das wird ja immer schlimmer eigentlich. Mit den Projekten. Und dann kommt Minecraft und dann kommt wieder YouTube und dann kommt wieder Twitch und dann kommt wieder so eine E3-Sache, ne? Dann kommt eine Nintendo Direct und dann kommt dies und dann muss die Mod-API noch fertig gemacht werden. Außerdem müssen die Leute sich dann, Sunhaven Update, jetzt muss ich die Übersetzung wieder anpassen und Little Witch in the Woods hat ein neues Update, das muss ich jetzt spielen, aber ich muss auch erstmal die Übersetzung anpassen und was ist das denn? Ach, du wolltest ein eigenes Spiel entwickeln? Ja, das ist ja cool. Wann fängst du denn damit mal an? Ja, irgendwie gefühlt nie. Wenn wir schon beim E3-Thema sind, die ja heute Abend ist. Ja gut, E3 was, in Anführungszeichen. Oder ja. Aber was erhoffst du dir denn? Auf was freust du dich am meisten? Was auf wird so. Was nicht kommen wird, leider. Und zwar? Fable. Fable? Ja. Ich hab mega Bock auf das neue Fable, aber das wird nicht kommen, denke ich, heute Abend. Ja. Meinst du, Peter Molyneux wird sich nochmal erbarmen? Wieso Peter Molyneux? Das macht ein anderes Team. Das macht das Team, was auch Forza macht. Ach, da, okay, alles klar. Ja, Peter Molyneux ist da links raus. Ja, ich bin da nicht mehr so drin. Ich habe nur die Fable-Teile von Molyneux gespielt. Ja gut, die wurden ja auch immer schlechter. Aber Fable 1 war fantastisch. Fable 1 war fantastisch, Fable 2 auch. Fable 3... Fand ich persönlich nicht mehr so geil. Ich weiß nicht, es gibt kein Fable 3. Habe ich nie davon gehört, was? Ist wie bei einem Matrix-Film. Es gibt nur den ersten. Die anderen existieren werden gar nicht. Die werden geleugnet. Ja, Matrix 2, wovon redest du? Es gibt gar kein Matrix 2, was? Aber weißt du, was es gibt? Na? Ja. Das Ende der Folge. Das gibt es auf jeden Fall, ja. Und es gibt auch noch einen nächsten Teil von Minecraft auf jeden Fall. Das gibt's auch noch. Das wird's geben. Auch? Ja, definitiv. Boah. So, das werden wir noch erleben. Also es gibt auf jeden Fall mehr als einen Teil Minecraft. Das ist doch krass, oder? Das heißt, wir sind schon mindestens doppelt so gut wie Matrix. Das ist einfach so wild. Matrix ist nur ein Teil. Ja. Aber pass auf, ich komme jetzt einmal runter. Ich möchte jetzt einmal zum Ende der Folge. Wobei, nee, das seht ihr jetzt nicht in dieser Folge. Das seht ihr in der nächsten Folge. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss.